Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und ich spiele heute auf Zuschauerwunsch mit den Perks Flink, Hart am Nehmen, Selbstheilung und Wachsam. Flink und Hart am Nehmen beißen sich so ein bisschen, ne? Beides Erschöpfungsperks. Das heißt, ich kann entweder Flink nutzen und bin dann erschöpft oder Hart am Nehmen und bin dann auch erschöpft. Mal sehen, wie sich das ausspielt. Flink an sich ist ziemlich cool, wenn man irgendwie eine Fenster, eine Palette in der Nähe hat. Und Hart am Nehmen ist dann ganz gut, wenn man verletzt ist und gerade nichts in der Nähe hat. Das heißt, an sich keine sinnlose Kombination. Aber ist jetzt nicht direkt perfekt optimal. Aber mal sehen, wie ich mich schlagen werde. Gerade hier auf dem Kornfeld könnte Hart am Nehmen ziemlich gut sein. Besonders, weil man hier halt nicht immer so eine Struktur in der Nähe hat. Ich traue mich gerade nicht so an das Totem zu gehen. Ich höre den Demogorgon hier ziemlich laut. Ich habe ihn aber noch nicht entdeckt. Wachsam ist auch ziemlich cool. Dadurch weiß ich eigentlich ständig, wo der Killer ist, wenn er irgendwas zerstört. Oh, dort hinten ist er. Ich gehe hier weg. Ich bin nicht produktiv, ich mache hier nichts. Ich rede eigentlich nur, um den Totem zu stören. Nee, 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 lieber einen Generator. Also Wasser ist ziemlich cool, dadurch weiß ich, wo der Killer ist, kann mich da entsprechend vorbereiten. Weiß vielleicht auch, welche Paletten weg sind und in welches Gebiet ich dann eher rennen sollte. Und Selbstheilung ist ein ziemlich gutes... Sag schon... Hier, der jagt die Kredit. Das ist ein ziemlich gutes Heilungsperk, was mir jetzt besonders hilft, weil ich einen Medikit habe. Dadurch kann ich das Medikit effizienter einsetzen. So, und mehr jetzt rumgelaufen sind wir jetzt gerade auch nicht. Ich versuche jetzt, dort unten wird eine Palette zerstört. Ich mache jetzt hier den Generator. In der Hoffnung, dass der Demogorgon noch ein Weilchen beschäftigt ist. Ruin hat er. Und dann ging ein Generator schon ziemlich schnell an. Dort oben. So, irgendjemand anders wird noch gejagt. Ich versuche mal, ich denke, der Demogorgon... Ich positioniere mich mal. Zu spät. Ich wollte mich eigentlich positionieren, um dann die Palette umzuwerfen. Aber der hat nur kurz denjenigen, der dort war, weggejagt und dann direkt aufgehoben. Da war ich zu weit weg, da hätte ich früher zünden müssen. Aber vielleicht hat er mich dann auch geschlagen. Ein Killer, der eine Palette in der Nähe hat, der schaut sich meistens nochmal genauer um. Und er kommt zu mir gelaufen. Er wird erstmal gegen den Generator treten. So, und was macht er jetzt? Ein Portal setzen. Und direkt wieder zum Haken gehen, denke ich. Soll ich das Portal zerstören? Nein, ich lasse es erstmal. Ich mache mal den Generator fertig. Wenn ich es schaffe, den Generator zu machen, ohne dass er jetzt hier mich irgendwie stört, dann hat er jetzt in der Mitte der Map irgendwie ein Portal gesetzt, was ihm nicht irgendwie was bringt, ne? Denn wenn der Generator hier weg ist, ist das Portal... Gut, es ist noch sehr zentral gelegen, also nicht komplett nutzlos, aber an sich kann er das jetzt nicht so effizient einsetzen, wie die Portale, die er irgendwie direkt bei Generatoren hat, die noch zu machen sind, ne? So, also mache ich jetzt hier den Gen. Ich meine, solange er beschäftigt ist, er hat auch erlöschendes Licht, ne? Talatophobia, erlöschendes Licht. Ruin. Popgrößte Wiese hatte er, glaube ich, aber nicht. Oh, komm schon. Manchmal, ne, klappt Ruin. Ah, die gentappt. Das finde ich ist halt nicht so effizient zu gentappen. Also den Generator nur anzutippen. Einmal gehen mir dadurch meine Koop-Punkte flöten, Madame. Und andererseits dauert es halt länger. Gut, wenn man jetzt nicht so wie ich jeden Skillcheck verhaut, dauert es. Und er kommt. Aber wir kriegen's. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob er mich erwischen wollte oder nicht. Aber gut, dass ich hier ausgewichen bin. Und dort oben macht er jetzt eine Palette kaputt. Er hat dort eine weggemacht, dort hinten und hier unten eine. Okay. Oh, hier hat er auch ein Portal. Das könnte mich vielleicht noch nerven, obwohl es auch so ein Randportal ist. Aber bis ich jetzt hier mit Ruin und Thanatophobia und erlöschendes Licht mit dem Gen fertig bin, hat er sich vielleicht doch nochmal zu mir teleportiert. Darum mache ich lieber das Portal jetzt hier schnell weg. Und mache den Gen. Dort oben macht gerade auch jemand ein Portal weg, sonst würde es nicht so weiß leuchten. Er hat die Claudette, glaube ich, geschnappt.
So, ich hoffe mal. Ich weiß nicht, was er als letzten Perk hat. Eigentlich würde Barbecue vielleicht noch ganz gut passen. Barbecue finde ich auf dem Demogorgon ziemlich gut, weil er sich dann durch die Portale dann direkt weiß, wo er hin muss, ne? Ähnlich wie bei Freddy. Auch trifft deine Wahl ist ziemlich cool auf dem Demogorgon. Aber ich weiß nicht, was sein letztes Perk ist. Das Totem dort hinten, leuchtet das eigentlich? Tatsache. Ich dachte, das leuchtet nicht. Okay, ich gehe hier weg. Die Palette hier hat er schon zerstört. Das hatte ich vorhin gesehen, dank Wachsam. Ich habe aber hier noch eine. Er wird mich aber davor erwischen. Nein. Stunt und weg hier. Ich renne zum Baum der Würstchen und versuche... Warum steht er einfach nur still da? Ich hatte gerade Angst, dass der jetzt disconnectet, weil ich ihn gestunt habe. Nee, hoffentlich nicht. Okay, so, jetzt mache ich das Totem hier weg. Er scheint ja die Jagd aufgegeben zu haben. Ich habe hier bei der Palettenstruktur auch noch ein Fenster. Da kann ich dann flink zünden und bin ziemlich schnell weg. Und falls er mich irgendwie verletzt und ich zu nichts komme, habe ich im Zweifel noch Hart im Nehmen. Hart im Nehmen ist auch ziemlich cool zum Ende hin. Wenn der Killer irgendwie mit No-Head spielt und man gerade verletzt ist, da hilft einem das auch nochmal weiter. Aber gut, da muss man halt gerade verletzt sein. Ne? Ist halt immer so eine Sache. So, dort hinten hat er jetzt einen Bill geschnappt, wenn ich es richtig gehört habe. Da wurde der nächste Generator gemacht. Ich denke, er wird dann hierher kommen. Weil er im Grunde weiß, ja, hier wurde dran gearbeitet. Der Generator war schon vielleicht bei einem Drittel oder so. Da wird bestimmt jetzt wieder jemand dran arbeiten. Ich warte. Ja, ich hab's gehört. Er hat mich gesehen, er wird gegen den Generator treten. Hier ist auch noch ein Gen. Jetzt gibt es hinten gegen. Setzt ein Portal und teleportiert sich her. Claudette hat sich wahrscheinlich vorhin auch den Gedanken. Oh, das ist der Trophäen, mein lieber Charlie. So, jetzt flink und weg hier. Ich versuche ziemlich weit wegzukommen. Er ist gerade mit der Claudette, hat die Claudette wahrscheinlich gesehen. Ich heile mich jetzt mal durch Selbstheilung. Ich meine, durch mein Medikit geht das halt schneller. Und Selbstheilung sorgt dafür, dass ich das Heil-Item nicht so schnell abnutzt. Und ich das effizienter einsetzen kann. So, dadurch spiele ich sozusagen auch den zweiten Effekt von Selbstheilung mit. Also nicht nur, dass ich mich selbst heilen kann, ne? Auch, dass Heil-Items da effizienter sind. Shit, und er kommt direkt hierher. Sehe ich so aus wie so eine Box? Mit viel Fantasie vielleicht. Shit. Das heißt nichts Gutes. Das heißt, dass er wahrscheinlich mit Blutwächter spielt. Und know it. Oder er hat halt einfach keine Lust mehr auf die Runde. Hat er hier auch ein Portal irgendwo hingesetzt? Nein, ne? Ich hoffe mal, dass die anderen... Dahin wurde auch ein Portal zerstört. Ich hoffe mal, dass die anderen irgendwie sicher sind. Okay, ja, dort wurde geschlagen. Ich kann auch raus. Mal schauen, ob er wirklich Blutwächter hatte als letztes Perk. Aber er hatte wahrscheinlich einfach jetzt gerade nicht mehr so Lust auf die Runde. Gut, Endgame ist immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt Demogorgon hätte da mit seinem Portal noch was machen können. So, ich schau mal. Punkte gab es ordentlich. Pip habe ich gemacht. Hier schillernd, weil ich viel gerne repariert habe. Und weil ich entkommen bin. Ne, hier rum. Ne, warte mal. Ja, stimmt. Hier habe ich viel repariert. Hier bin ich entkommen. Silber, Silber. So, Item habe ich gefunden. Ja, er hatte tatsächlich Blutwächter. Das ist also der Plan, ne? Der Killer geht zum Tor, macht das Tor auf, hofft dann, den noch einen zu bekommen, den aufzuhängen und dann ein schönes Blutwächterspiel hinzubekommen. Zum Glück waren die anderen drei an dem anderen Tor und konnten dann in Ruhe rausrennen. Da hätte er vielleicht noch irgendwie ein Portal setzen müssen. Vielleicht war halt, ich weiß halt nicht, ich hätte das Tor wahrscheinlich nicht aufgemacht, ne? Als Killer, ne? Aber das ist halt auch eine Strategie, um Blutwächter auszuspielen. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kategorien, Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!